We have found farmers from all over Europe who'll participate in the ultimate farming challenge, the Farmers Cup. We'll challenge them to recreate our logo in their field in the most spectacular way possible. Of course, you can follow the Farmers Cup on social media. And the best part, you decide who'll win the Farmers Cup and take the trophy home. 6 hardworking farmers, 6 amazing presenters, and 6 breathtaking fields. But there can only be one winner, and it's up to you to decide who that is. We are going to meet our farmers and discover their creations. Then it's up to you to vote at strauss.works. Let's start with Team Austria. Grüß euch aus Niederösterreich. Ich bin hier auf dem Hof von Georg und wir wollen einmal schauen, was er sich für den Strauss Farmers Cup hat einfallen lassen. Wir sind da Maschinengemeinschaftenstützpunkt, Traktoren, Rübenerntemaschinen und da tut es immer was bei uns. Bei uns drehen sich immer die Räder sozusagen. Das hört sich gut an. Und wie hast du denn vor, die Trophäe nach Österreich zu holen? Wir haben sich mit einem Schlachtplan Folgendes ausgedacht. Ja, wir werden das in das Feld reinzeichnen mit unserer Sämaschine und zwar mit 2 verschiedenen G-Komponenten. Das heißt, außenrum um den Strauß sollen es unter anderem eine Gartenkresse und eine Alexandrinerklee werden, eine Mischung, die blühen dann weiß. Und in der Mitte der Strauß, der soll mit einem Inkarnatklee dann rot blühen. Das heißt, wenn alles toll funktioniert, soll es genau das Farbenspektakel da sein. Wow. Georg looks like he's going to put up some stiff competition. I wonder who will challenge him. Let's head next door to Vanessa in Germany and find out. Und ich stehe heute hier im Allgäu, denn ich darf euch Elmar vorstellen, den deutschen Kandidaten. Ich glaube, er kommt. Ich höre ihn. Ich sehe ihn! Wir bewirtschaften hier 65 Hektar Grünland, so 2 Hektar Acker. Ein bisschen Streuobst. Mit dieser Maschine werden wir am Anfang, das wird ziemlich beidseitig starten und werden die Konturen mal festlegen, weil er hat die Technik. Okay. Über GPS wird das quasi dann die Ränder und die Konturen von dem Logo fest auf dem Feld programmiert und eingepflanzt, eingefahren, mehr oder weniger. Und im Nachgang werden wir dann dieses Gerät zum Einsatz bringen. Das ist ein kleiner Rasenmäher mit der Mulcheinheit drin, wo wir dann quasi den Strauß als solches, das Logo, bearbeiten und von Tag zu Tag, je nach Bedarf, niederhalten. Kann der was? Will ich mal mit dem Fahrer, will ich mal mit dem Pace. Komm, dreh mal runter. Also beides bremsen? So, marsch nach vorne. Careful, Vanessa. Don't get carried away. Geht gut, oder? Es geht super. Ein bisschen... Our third contestant comes from the Netherlands. That's where we are heading next. Welkom in het betoverende Nederland. Mijn naam is Tess en ik ben in Voorhout, 60 kilometer ten zuiden van Amsterdam. En jullie kunnen misschien al raden wat voor veld de Nederlanders hebben uitgekozen, maar kijk mee. Jij bent hier nu in de Bollenstreek, daar waar de bollen groeien en bloeien. In Voorhout en bij de tulperij. Wat is dan die magie? Ja, ik denk de kleur en dan de hoeveelheid die je tegelijk ziet op het land bloeien. Ja. Het mooiste is eigenlijk als je 's ochtends je huis uitstapt naar buiten. Mm-hmm. Ja. De geur die hier dan die 2, 3, 4 weken is aanwezig is. Dat, is, dat valt me elk jaar weer op, die geur. Nou, we hebben wel een plan, maar goed, we hebben nog niet de ervaring, dus het blijft spannend. Ja, ja. Ja, we hebben een plan, je weet niet of het gaat werken, maar we willen natuurlijk met GPS het logo uitzetten in mijn bloemenveld, in mijn tulpenveld. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat moeilijker, omdat je toch al in het product moet lopen. En... Ja. I can't wait to find out which color those tulips will bloom. After that fabulous spectacle, I'm really excited to get to know what Team Poland's plan is. Iwona and Grzegorz are hungry for victory. Cześć, z tej strony Iwona Blecharczyk i witam Was z Polski. Jestem na farmie Grzegorza, reprezentuję Polskę w Strauss Farmers Cup. No to już nie mogę się doczekać, kiedy pokażesz mi, gdzie zasiejesz tego strusia. To co? Siadamy.
Tutaj konkretnie też, ale praktycznie całe to pole to będzie jedno wielkie logo. Myślę, że efekt będzie spektakularny. To będzie jęczmień jary, jęczmień browarny. Aha. Jak ty dokładnie wyrysujesz tego strusia? Jak? Wytłumacz mi. Siewnik będzie się rozłączał, więc to jest pierwsza rzecz, którą chcę zrobić. Natomiast kolejna, chcę trochę skorzystać z tych starych sprzętów. Tych, na którym, na tym ciągniku, na którym siedziałaś. Tam będzie taka mała glebogryzarka prawdopodobnie podczepiona. I będę obrabiał takie już dokładne szczegóły loga. On wygra. My wygramy. Jedziemy. Everyone seems so confident, which is great. But there can only be one final winner, and you've got to vote who it is. Let's head to Sweden, where Jennifer's about to introduce our fifth challenger. Här är jag nere i härliga södra Sverige på Vrages gård för att se hur förberedelserna går inför Strauss Farmer Cup Challenge. Kan inte du berätta om vilka som bor här och hur kommer det sig att ni är just här? Då är jag och min familj som bor här, min man och tre barn. Vi har en DQ-produktion med 120 DQ ungefär som kalvar för tillfället. Ja. Det är fullt av kalvar här. Här är lite växtodling. Där odlar vi vall till korna, majs också till foder och potatis till stärkelse och raps. Så har vi kommit fram till den här modellen. För det mest spektakulära så har vi då valt en blomma, en honungsört, som då ska gynna den biologiska mångfalden i fältet och dra insekter. Jag är med i tävlingen här, men hur ska ni lyckas få hem trofén till Sverige? Ja, men det är ju att göra det så spektakulärt som möjligt. Mm. Ju. Färg, som jag visade tidigare. Ja, men precis. Vilka färger. Jag tror ju på er, såklart. Well, I know a lot of people will be praying for good weather in Sweden. But one nation that perhaps won't be is Switzerland, the sixth country competing in the Strauss Farmers Cup and our final destination. Grüß euch miteinander und hallo hier aus dem bernischen Gürbental. Ich bin heute Gast auf Wenger Farms beim Adrian und seiner Familie. Erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über dich, deine Familie, deinen Hof. Merci vielmals, Melanie. Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Hof. Wir haben hier einen Landwirtschaftsbetrieb mit rund 24 Hektaren, die wir bewirtschaften. Wir setzen vor allem auf Milchproduktion und ja noch Ackerkulturen, wie zum Beispiel Einschnittkabis oder Quinoa. So Melanie, jetzt sind wir hier im Feld, wo auch der Strauss herkommt später. Mhm. Und wie du schon weißt, wird der nicht aus Quinoa sein, sondern es ist ein Blühstreifen mit ganz vielen schönen Blumen. Hoffen wir, dass die alle schön blühen. Dann schön. Und die werden dann auch gewisse Nützlinge anziehen und sonst Lebensraum bieten für Insekten. Und so wird es etwa aussehen. Sehr schön. So, you've met all six farmers and you've heard all their plans. The big question is, how did they turn out? Let's find out how they got on. Heute stehen wir da vor dem riesigen Strauß von Team Österreich. Georg, ich habe jetzt niedersitzen müssen. Es ist unglaublich, es ist beeindruckend und ich bin so stolz auf dich. Jetzt möchte ich natürlich alle Details wissen. Dass wir das so geschafft haben alles, war keine leichte Aufgabe, aber wir haben es, wie du gut siehst, gut geschafft. Ja, gestartet haben wir das, so wie wir es auch geplant haben. Beim ersten Dreh, wie wir schon gesprochen haben damals. Wir haben den Strauß mit dem Inkarnat-Gehe ausgesät. Das heißt, mit der roten Blüte eben, wie man es hier schön sieht. Und außen rundherum ist die Gartengräsemischung mit dem Alexandriner Klee ausgesät geworden, die eben dann weiß blüht, wie man es hier rundherum auch sehen kann. Im April ziemlich lange Trockenphase gehabt, haben wir unbedingt Regen gebraucht und Gott sei Dank ist im Mai dann eine lange, ausführliche Regenphase gekommen mit 100 Liter Niederschlag, die uns aber dann Beigrad beschert hat. Im Inkarnat gehe, das heißt auch nicht nur der Klee ist gekommen, sondern auch ein Beigrad dazwischen. Das haben wir dann händisch reguliert mit der Hacke, mit der Handhacke. Echt? Ja. War Aufwand ja zwischen 5 und 10 Personen eine ganze Woche lang. Also aber war, es hat sich ausgezahlt. Ja, richtig. Ja. War ziemlich anstrengend, aber wie heißt es schon, der Einsatz hat sich gelohnt. Ja. Der Strauß selbst hat jetzt 2,5 Hektar Größe. Und das gesamte Feld hat ca. 8,8,70 Hektar. Es ist echt riesig, gewaltig und wunderschön. Ja,
prächtiges Bild, ja, wenn man den so anschaut, das passt wieder. Amazing! Great job, Georg! What's that? You've got a question for our next farmers? Hallo Anja und Dan. Mich würde von euch interessieren, verkauft ihr eure Produkte nur an Laufkundschaft oder auch über ein Händlernetz? Georg, jij wil graag weten aan wie wij de bollen verkopen. Nou, we verkopen de bollen eigenlijk aan iedereen. Ook aan de particuliere, maar ook aan de zakelijke markt. De zakelijke markt is veel groter. Daar verkopen we heel veel bollen aan, maar een groot gedeelte van onze bollen verkopen we rechtstreeks aan de particulier. That's good to know. Let's see how Daan and Anja got on. Ik ben trots om hier namens Nederland te staan. Dankjewel Engelbert Strauss voor dit waanzinnige avontuur. De Farmers Cup 2021, het is een feit. Ik ben heel erg benieuwd wie er straks gaat winnen, maar ik heb natuurlijk vertrouwen in Team Nederland. Gefeliciteerd met het prachtige logo. Dankjewel. Ik doe even deze. Ik ben echt onder de indruk. Dankjewel. Echt heel blij dat ik in jullie team zit ook. Maar laten we het even hebben over hoe de afgelopen maanden voor jullie zijn geweest. Ja. Was het pittig? Nou, het was heel spannend qua weer. Want het is eigenlijk een heel extreem voorjaar qua weer. Het is koud. Ja. We hebben wel 3 keer de datum moeten veranderen om uiteindelijk het logo te laten zien in de film. Mm-hmm. Want ja, zoals je nu ziet, we wilden echt een... Ja, een rode zee van tulpen, ja. Waarin dat logo zo'n contrast zou teweeg brengen. Dus dat, dat is nu wel gelukt. Maar echt, jij hebt zelfs slapeloze dag. Ik heb een slapeloze dag ervan gehad. Echt? Ja, wel een beetje. Af en toe een beetje vroeg wakker. Ja, en wat dacht je dan? Dan lag je daar, je kon niet slapen. Wat dacht je dan? Het overstaan van iedereen wil je natuurlijk ook niet afgaan. Dus je doet toch wel je best om het zo mooi mogelijk te maken. Ja. Maar goed, we hebben het resultaat gezien, dus ik ben eigenlijk nu best tevreden. Het is best tevreden? Heel tevreden. Are you kidding me? Dat is prachtig! Fabulous. An amazing achievement. What's that? A question for Germany? Hallo Ilmar. Je hebt een prachtig bedrijf. We zijn heel erg benieuwd wanneer dit bedrijf gestart is. In welk jaar? Liebe Anja, liebe Dan, die... Die ersten, wo hier quasi ansässig worden sind von meinen Vorfahren, das war die Familie Kleiner. Das war 1728. Let's head over to Elmas Farm. Elmar, jetzt sind noch einige Wochen schon vergangen. Erzähl mal bitte noch mal kurz, wie du dein Projekt jetzt wirklich umgesetzt hast. Also die Grundidee bei unserem Projekt war ja, dass wir mit dem, was wir haben, arbeiten. Das ist das Grünland. Und da war die Idee, dass wir den Vogel quasi einpflanzen mehr oder weniger und mit diesem Rasenmäher die Fläche niederhalten und dazu kontrastmäßig den Löwenzahn außenrum stehen lassen. Es war ja auch nicht so schönes Wetter in den letzten Wochen. Das hat ja schon so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, oder? Durch die Witterung, durch die kalten Nächte, durch den Schnee, wo dann kommen ist. Wir haben ja sogar heute Nacht noch einen Frost gehabt. Kam die ganze Vegetation mehr oder weniger anfangs zum Erliegen. Wir haben dann auch durch Mäusefraß sehr viele offene Stellen gehabt. Sodass wir uns kurzerhand entschlossen haben, den ganzen Vogel hier an diesen Platz zu setzen. Das ist eine Sonnenseite. Komm, spring auf, ich muss jetzt losfahren mit meinem Tollen. Okay, dann fahren wir los. Nachher zeige ich dir mal das ganze Ding. Ja, bin bereit? Ja. Halt dich los. Emma, ich kann es gar nicht glauben, dass ich vor diesem riesen Vogel stehe. Das ist ja Wahnsinn geworden. Es hat sich also wirklich gelohnt. Wir haben ja gesagt, wir geben unser Bestes. Das Ergebnis, Gemeinschaftsleistung, Familie, Bekannte, Freunde, da ist der Vogel. Elmer's creation might have just raised the bar. I think he's got a question as well. Frage an dich. Wann hast du mit deinem Projekt gestartet? Hast du schon im vergangenen Herbst losgelegt oder erst im Frühling? Und was waren für dich die größten Herausforderungen bei deinem Projekt? Ja, det började hösten 2020 och det har väl hållit på nu tills fram till nu typ ungefär. What I'd like to know is how did your project turn out?
Det är så otroligt kul att få vara tillbaka här igen. Det har ju varit ett par månader sedan vi sågs sist gång. Och med tanke på hur det var sist gång med snöstorm, det var kallt, det var blåsigt, så har ju naturen verkligen blommat ut. Alltså wow! Hur har det varit för er den här som vi har varit sist gång? Det har ju varit lite att det har kommit värme ändå. Så ja, men det har precis. Ju ändå liksom, våren har ju... Vi pratade ju om hur vi ville att det skulle bli. Hur har det gått för er? Hur har det liksom, vilka var ups and downs och hur har det gått, hur har det varit? Ja, vi fick ju tänka om lite. Ja, vi pratade ju lite. Att det blev en kall vår. Inte riktigt lyckats med projektet med färgerna som Nej. Vi ville ha. Men rapsen blommar ju helt fantastisk. Alltså den är ju så vacker. Men vi kommer inte ha den blåa blomman. Den Nej. Kommer inte, utan vi har, men det blir bra ändå. Jag tror det också. Benjamin och Josefin, nu står vi mitt på fältet. Här är resultatet. Hur känns det? Det känns så bra. Det blev ju nästan som jag hoppades på, men alltså jag måste ändå säga att det är otroligt vackert. Och framförallt så är ju strutsen så stor. Gigantisk. Vi pratade ju lite när vi var här förra gången. Ni hade ju redan börjat projektet, men vad skulle man säga att från det att ni startade projektet till nu, hur lång tid har det tagit? Ja, men från planering i höstas i ni, alltså... 7-8 månader nästan. Ja, något sånt. Det är ändå en lång tid. Mm. Och nu sitter vi här och är det liksom klart. Det är ganska fantastiskt ändå. Och solen lyser. Helt underbart. These giant logos are just too good. I'm glad it's not me that has to pick a winner. Guess what? Josefine has a question. Hej Adrian, vad är användningen av quinoa som du odlar? Merci Josefine för din fråga. Der quinoa tut die alles direkt vermarkten und der wird dann einfach gekocht, so ein bisschen ähnlich wie Reis und zu feinen Gerichten weiterverarbeitet. Das Mehl und auch noch produzieren, das kann man dann verbacken zum Beispiel. Mmm, I love quinoa. Goes great in a salad. Adrian, show us how you got on. Ja, ciao Adrian und vor allem ciao Leo. Du hast ja fleissig gearbeitet in den letzten Monaten und in den letzten Wochen. Ich freue mich ja schon abartig auf den blühend bunten Blumenstrauß. Du bist zuversichtlich, oder? Wir sehen ihn schon noch von nach. Ja, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn noch schauen können. Ja, auf jeden Gut. Fall. Gut, ich freue mich sehr. Ich mich auch, merci. Also wir haben gesehen, im Strauß hat schon sehr, sehr viele Blumen, die blühen. Aber es hat auch noch ganz viele Sonnenblumen und die sind noch nicht am Blühen. Und jetzt sind wir sicher in erster Linie die auch noch schön am Blühen, dass die Natur auch von denen kann profitieren kann. Und dann wird auch so noch bleiben stehen, solange wie es geht. Dass wir dann wirklich so in vollen Zügen noch geniessen können. Das können wir hier jetzt leider nicht zeigen, aber ja, ich will euch sicher auch weiterhin mitnehmen auf Instagram, dass man es dort noch sieht. Nachher wollten die Leute wissen, welches ist denn dein liebste Quinoa-Gericht? Also ich habe am liebsten so einen feinen Quinoa-Salat im Sommer mit viel Tomaten und so ein bisschen Saison-Gemüse, was so passt. Einfach zum Salat verarbeiten, das habe ich am liebsten. Wenn du jetzt nur noch eine Pflanze oder ein Getreide könntest, dürftest anbauen, für welches würdest du dich entscheiden? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, wie soll ich sagen, es ist halt wichtig in der Landwirtschaft, dass es so die Abwechslung gibt, auch schon nur wegen der Fruchtfolge und dass der Boden gesund bleibt. Und ja, wenn ich jetzt nur noch eins könnte, würde ich vielleicht aktuell die Quinoa pflanzen, weil das halt so eine spezielle Pflanze ist und ich das super cool finde. Ja, Adrian, ich möchte mich einmal mehr bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Ich meine, ich bin einfach überwältigt von diesem Blumenstrauß. Ich habe mir es nie so schön vorgestellt, vor allem wie das hier schmeckt. Das ist unglaublich. Also ich bin überzeugt, mit dem holst du den Pokal für die Schweiz. Und ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest den Daumen und einfach nochmals ein riesen Merci von mir. Hey, merci dir, Melanie. Ich bin auch gerade riesen erleichtert, dass es dir so fest gefällt. Nach den ganzen Büten und nach dem Pflegen von diesem Strauß bin ich wirklich froh, jetzt gerade, dass es so gut ankommt bei dir. Merci. Oh, so many beautiful flowers. Wait up, we're not done yet. Adrian has a question as well. Lieber Gregor, mich würde interessieren, was du alles für Kulturen anbaust auf deiner Fläche. Adrian, słuchaj, no ja u siebie uprawiam pszenicę ozimą, rzepak, jęczmień browarny, jest jeszcze kukurydza, no i buraki cukrowe. Let's see if Gregor's ostrich took flight. Powiedz mi, co jest najbardziej wyjątkowego, jeżeli chodzi o twój projekt? Myślę, że to, że jakby wyszedłem poza ramy tego samego loga, stworzyłem cały outfit, strój związany z logiem, z Engelbert Strauss. Dlaczego w ogóle wziąłeś udział w tym wyzwaniu? Bo lubię wyzwania. Jeżeli było jakieś wyzwanie, ja lubię wyzwania, no to jestem.
Gdybyś miał jeszcze raz rozpocząć ten projekt od nowa, czy zrobiłbyś cokolwiek jakoś inaczej? Dużo rzeczy bym tutaj zmienił. Na pewno dodałbym kolory. Gdybym miał więcej czasu, to zdecydowanie pojawiłyby się kolory. Albo wziąłbym jeszcze większy kawałek i zrobił coś bardziej spektakularnego. To dlaczego my wygramy? No nie wiem, czy tutaj rozmiar powinien mieć znaczenie. Myślę, że nie, ale też jest kawałek pola. Kreatywność, chyba to najbardziej, no bo musiałem tutaj wyjść poza te ramy tego loga, na którym każdy się skupiał, to jest cały strój jednak. Ja myślę, że to będzie kreatywność, dopracowanie, no i rozmiar. No niech będzie. Incredible. What's that? One last question? Okay. But really, no more. Georg, pomarańczowy John Deere, powiedz, jak to się stało? Hallo Gregor. Ja, wir haben neben der Landwirtschaft auch einen Kommunalbetrieb. Und bei uns in Österreich ist es so, dass die ganzen Straßenmeistereifahrzeuge auch eine orangene Farbe haben, also eine Signalfarbe und deswegen die orangene Farbe. Well spotted, Gregor. In awesome question, I'd noticed that too. So, it looks like we've come full circle. You've met all the farmers. You've seen all the projects. Who do you think is the best? Who will win the Strauss Farmers Cup and take home the unique Farmers Cup trophy? Head over to strauss.works and vote for your favorite farmer. Be quick, voting closes on August 4th. Der Strauss Farmers Cup.